Let's Play Anno 2205. Ja, letztes Mal haben wir hier aufgehört. Achtung, Unterversorgung mit bestimmten Verbrauchsgütern entdeckt. Wir können jetzt hier mal ein Gemeindezentrum aufstellen. Das würde ich jetzt aber eher hier aufstellen. In Zeiten wie diesen ist es wichtig, dass die Leute enger zusammenrücken. Besonders mit Terroristen vor der Tür. Zugriff auf... immer die genau daneben wohnen, ne, haben das Problem. Ich finde das sehr interessant. So. Dann gibt es noch ein Gemeindezentrum halt hier hinten. So. Dann gibt es da nichts mehr zu meckern, oder? Floreboeuf. Mit was Schlechtes her. Benötigt einen Bergbauplatz. Wieso war mir das irgendwie klar? So. Das gibt einen Straßenanschluss. Bis noch da hinten. Muss das angeschlossen werden? Energie haben wir genug und wir sind im riesigsten Minusbereich ever. Wartung. Ja, okay. Nee. Fick dich. Nein. Wir haben 200 Arbeiter zu viele, mache ich eher das da. So, pass auf. Ich bin ja nicht dumm. So. Das Ding tut natürlich auch jetzt Wärme produzieren. Jetzt können wir hier eine Wohnung hinstellen. Zap. Dann nehmen wir das Neuroimplantatbüro. Unsere Kontroll- und Kommunikationssysteme im All werden über solche Schnittstellen bedient. Gut zu wissen. Die kann man hoffentlich nicht hacken. Nein, ich baue jetzt gerade keine. Und ich weiß auch ganz genau, wieso. Weil ihr Dreckschweine, das Ding kostet 1000 pro Monat. So, wir haben aber immer noch zu wenig Konserven. Bedeutet, wir müssen mehr Fisch produzieren wahrscheinlich. Warentransport verzögert sich. Ursache? Transporterknappheit. Transporterknappheit. Dann wird hier nochmal ein Transporter aufgestellt. So. Schaut aber auch sehr interessant aus. Ich finde es auch cool, dass sie für alles eine unterschiedliche Animation wieder haben. Okay, es ist Zeit für ein paar Verbesserungen. Energie fehlt. What? Euer Ernst? Aber wir haben ja hier... Die haben auch Gemeinschaftsprobleme. Können wir weitere Heizwerte aufstellen? Das ist Qualität, wie du siehst. Ja, das ist Qualität. Das sehe ich. Energieknappheit. Wo ist da wenig Energie, du Depp? So. Es ist cool hier. Es ist cool hier. Das finde ich aber schön, dass du das cool findest hier. So ein Gemeindeding kostet an Wartung allein schon 1000. Ich baue das doch jetzt nicht aus. Sie dachten, sie könnten einfach reinschneiden? Nett von Ihnen. So, okay. Sie? Was für eine nette Überraschung. Konservennahrung ist irgendwie zu wenig. Wir reißen mal die Straße hier in der Mitte ab. Ich hoffe, das tut nichts. Sollte eigentlich... Es macht mir nichts aus. Sie sind hier immer willkommen. Ja, schön, aber ich habe mich jetzt eigentlich gerade mehr für die Straße interessiert, neben ihn. Weil ich da diese Produktionsstätte ausbauen kann. Das mich gerade interessieren würde. Das Gebäude hier friert. Dann bist du halt weg vom Fenster. Mir egal. So, weil ich kann jetzt hier neue Gebäude hinstellen gleich. Stopp, muss ich hier mal eine Straße bauen. Das kann ich zum Beispiel immer hier mitziehen. Und auch Straßen hier hochziehen. So. Und so kann ich das zum Beispiel machen. Das Coole ist, ich kann das auch so machen.
Dafür wird wieder jetzt Erweiterungszeug. Aber es ist ein schöner Tag. Wie könnte es an so einem Ort auch anders sein? Jetzt bräuchten wir eine Mission wieder, die das macht, ne? Schauen wir mal. Da unten gibt es eine Mission. Glaub, wenn du deine militärische Ausrüstung testen willst, solltest du das meinen Daten zufolge jetzt tun. Machen wir doch mal. Noch eine Mission. Hört sich cool an. Es hört sich doch cool an. Dum di di dum di di dum dum dum. Dum di di dum di di dum dum dum. Warten darauf, dass die Daten geladen werden. Von Anno 2205. Wir warten darauf, dass die Daten geladen werden. Von Anno 2205. Das hat sich jetzt wahrscheinlich so bekloppt angehört. Aber naja, Verrücktheit muss man in Singen oder anderen bekloppten Sachen auslassen. Sagt meistens jeder. So, machen wir die Mission noch. Jung! Drakes Festung der Einsamkeit. Und sie sieht ziemlich gut bewacht aus. Aber damit kommst du hoffentlich zurecht. Ja, ja, klar. Bring mich zu einem Serverzugangspunkt oder etwas ähnlichem, damit ich mich in ihre Datenbank hacken kann. Nice. Alter! Dann müssen wir mehrere finden. Ja. Oh, wir haben einen Besucher. Kampfstationen auf allen Schiffen. Zeigt ihnen, was für gute Gastgeber wir sind. Ja, warte mal, da drüben habe ich was entdeckt, was ich cool fand. Bestätigt. Gott, was bist denn du? Koordinaten bestätigt. What the fuck? Ah, das sollten wir alles hinkriegen mit Easy. Easy halt. Auf die Schiffe jetzt konzentrieren. Die Schiffe waren jetzt gar nicht so das große Problem. Das sollte auch nicht so das große Problem werden. Außer also, ich vernichte mein Schiff davor. Nein! Brauchen wir Schiffe. Ziel bestätigt. Dieses kleine Minischiff habe ich jetzt verloren. Ach, scheiße. So, komm. Von wo wird denn auf dich geschossen aus? Im Gange. Alter, das ist saumäßig gefährlich. Drohnen gestartet. Volle Kraft voraus. Wir werden jetzt hier schauen, dass wir so möglichst viel umgehen wie möglich. Waffensysteme bereit. Aber trotzdem schauen, dass wir da, wo wir Sachen sammeln können, natürlich auch Sachen mitnehmen. Oh shit, nein, das war nicht. War jetzt nicht so geplant. Nuklearrakete. Und tschüss. Anforderungen für neuen Erfolg erfüllt. Oh Gott. Das war jetzt so grenzwertig. Ohne Schiff auf der Hälfte. Hälfte ihres Lebens verloren. Bestätigt. Koordinaten bestätigt. Schauen wir, ob wir das reißen können. Hier scheint noch alles gut zu sein. Oh Gott, ich sehe da gerade, was auf mich zukommt. Roger. Das dreht da um, okay. Bei Cassian Industries gibt es ein Problem, das ihren...
finden Sie 7 verlorene Container. Ja, schauen wir mal. Man kann sie annehmen, ne? Bestätigt. Man muss es ja dann noch nicht machen. Oh Gott, das ist... Waffensysteme bereit. So. Das vernichten. Am besten ruckzuck. So, ja genau. Diese Dinge brauchen wir nicht auch noch. Die Bronchio-Materialien. Bestätigt. Auf dich habe ich schon gewartet. Hast du Kunden? Sammeln Sie Fässer mit Ihren Fahrzeugen. Bereit für Einsatz. So ein blöder Ding. Verstanden. Aber wir können sie herlocken. Kampfstationen. Sie greifen an. Bums. Und das war taktisch. Das war verdammt taktisch. Also es könnte eine Station sein, wo ich hin muss. Okay. Das Ding startet down diese fucking Minischiffe. Im Gange. So. Warte, da sind Punkte, die brauchen wir. Dringendst. Bestätigt. Sind die Schiffe die schlimmsten, die ich hier haben könnte? Ja. Obwohl, wir können ja hier mal heilen. Reparatursysteme online. Ja, super, dass die online sind. Vernichten wir jetzt mal den Damm hier, den sie aufgebaut haben. Ein kompletter Blödsinn gegen uns. Euch schicken wir mit dem Wellenmine nach da drüben. Hier noch eine Wellenmine. Puff. Und verteilen. Sollte jetzt einigermaßen funktionieren. Kommt schon, gib Gas, gib Gas. Feinde. Himmel, Hilfe! Reparaturdrohnen gestartet. Wir werden angegriffen. So. Dann können wir die Kamera ausschalten. Scheiße, Schiff verloren! Fuck! Mist aus der Misthölle! Alle zum Einsatz! Oh Gott! Das läuft schief! Grünes Licht. Das läuft schief! Lass es mal sehen, ob du es bis hierher schaffst. Waffensysteme bereit! Reparaturen gestartet. Fuck! Im Gange. Was macht ihr? Reparatursysteme online. Alle zum Einsatz. Ziel bestätigt. Das übernimmst du dich da nicht ein wenig. Ist klar, dass es zu seinem Gebiet gehört. Hä? Ach, weil wahrscheinlich noch feindliche Schiffe da sind. Kann das sein?
Oder ich muss jetzt dann noch nach zu dem einen der Punkte hier, um das einzunehmen. What the fuck? Das wird lustig. Verstanden. Treibstoff, dann können wir noch das hier vernichten. Hau ab, was machst du? Roger. Roger. Wir müssen erstmal Punkte sammeln und euch heilen. Das ist ja viel zu Overkill. Das ist einfach rein zu marschieren. Reparieren. Selbstreparatur läuft. So. Feuer frei. Sollte ja langsam kaputt gehen, oder? Aber Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und wenn ja, würde ich mir natürlich riesig über einen Daumen nach oben freuen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao!